Was machst du da? Irgendwas, ich laufe hier am Spawn rum. Da kommt, warte mal, ich bin wieder in Kisten hier, in Cassis Lager. So, das ist der große Heiltrank. Die Explosion und die Heilung dort hin. Das dort hin. Das muss ich ernsthaft mal gucken, was dieser Stigma-Stein kann. Steht da nicht meistens so eine Infopunkte? Das da. Das ist das falsche Ziel. Das ist das falsche Ziel. Ich kämpfe noch eine Runde. Bist du schon bei den Fledermäusen durch, Sissi? Schon lang. Ich bin schon bei Kaligas Schatzkammer und stehe gerade fast vor dem Fichter. Okay, dann dauert's dann nicht mehr lange. Ich denke mal. Und ich bin erstmal betäubt. Ein Stitox rennt da lang. Oh mein Gott. Eine Frau, die Eisdinger verkloppen tut. Meine. Oh. Das ist kein gültiges Ziel. Ernsthaft? Weil ich hab die XP nicht mal gut bekommen. Ernsthaft? Du Arsch! Ich brauche eindeutig einen Fernkämpfer. Da kann ich dir die Kills klauen. Oh, ich hab einen Omelette bekommen. Was willst du mit einem Omelette? Weiß ich nicht. Normalerweise würde ich ja jetzt fragen, hast du keine Eier, dass sie die schon hinterherwerfen, aber ich verkneif's mir mal. Aber du hast es ihm direkt gesagt, du hast es. Nein, das war nur ein laut gedachter Gedanke. Laut gedachter Gedanke? Ja. Das freut mich, Eik. Ich weiß. Nee, eigentlich nicht. Es wird wieder Zeit für ein paar Hundebilder. Nein. Warum nicht? Na komm, nein. Außer meine eigene. Ach komisch, die von gestern, da hast du dich aber bepisst vor Lachen. Ja, weil Hunde auch witzig sind. Wenn sie nicht nervig wären, dann. Ach, Tyrox, du hast mir doch keine XP geklaut. Ja, das ist doch. Diese gut. Dämischen Eisdinger, die geben mir nicht mal mehr XP. Also? Ja. Ich guck mir gerade die Leiste an, wenn ich den weghau. Nö, die geben mir keine XP mehr. Die sind wohl zu schwach. Ich bin tot. Das heißt, du darfst das nochmal machen. Korrekt. Ah.
glaube, ich habe das auch so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal versucht. Na, ich bin beim ersten Mal gestorben und beim zweiten Mal hat es dann geklappt, weil ich halt den Magas Trank benutzt habe und die Explosionsperle. Was für eine Explosionsperle? Du kriegst in dem Dungeon noch im Kerkerbereich eine Explosionsperle. Die macht rundum Damage, also Flächenschaden. Die ist recht praktisch, die habe ich weiterhin auch ausgerüstet. Und Manas Trank, der heilt dich ja instant voll. Ach so. No, und da habe ich halt den Blutsaugerschlag bekommen. Das ist ein Stigma-Stein und den habe ich jetzt ausgerüstet irgendwie im Belus, im Bonbon-Lager und der macht aber nicht viel Damage. Alles klar, ich will den hitten und drücke E, dass ich zur Seite renne. Läuft bei mir. So gut. Ne, wisst ihr, wie dämlich das aussah? Nein, zum Glück nicht. Oh. Na, greif mal jemanden an und drück mal 3-4 Mal hintereinander E. Oh, ich hab Stiefel bekommen. Nee, das sind schlechter als meine. Schon wieder Lederschuhe. Los, Pain, trainieren. Das war gerade eine richtig komische Ansicht, die ich hatte. Ungefähr so sah das aus, als ich den angreifen wollte. warte mal, nee, das ist ja hier unten. Hä? Bin ich bescheuert? Wie kommen wir? Hey, das ist. Ach, das bist du! Ich dachte die ganze Zeit, da ist irgendwas. Was? So, nee, was willst du denn fragen? Nichts. Du hast doch gesagt, mal so eine Frage. Blut für Blut. Ach so, macht er auch Schaden. Möge die Dunkelheit euch Frieden kämpfen? Gewähren. Der kämpft mit, ne? Also? Ja. Wie? Wenn du jemanden angreifst, mach... Ah, hier ist Gegner gespawnt. Ah, vor meinem Sack. Wenn du einen Gegner angreifst, siehst du, dass der hinter dir so eine Art Bauchklatsche macht, hat Sissi mal gemeint? Ja. Und das ist halt seine Attacke. Irgendwie. Aber der muss stärker werden, weil sonst kannst du, wäre es ja sinnlos mit dem Trainieren. Geburtstag 1.3.19, Lila Ribbit. Ein Milo, das mit seinen kurzen Beinen. Ja, irgendwie schon so. Also wenn der Milo so eine Geräusche machen würde, wärst du glücklich. Oh, ich habe ein Stoffschulter-Dings hier. Ach, da hinten ist das. Schütze.
Nee, das bin ich dort. Hä? Wie bescheuert bin ich denn? So. Da stehe ich wieder Kaglias vor. Begebt euch zum Schrein der Elim und erweckt Kass. Hä? Wo ist das denn? Gerüchte im Kistianlager. Vor allem, ich habe ja noch Stufe 5 und Stufe 10 Quests zu machen. Läuft bei mir irgendwie. Gebt euch zum Schrein der Elim. In die Richtung, okay. Das ist dann da oben. Muss ich doch da hoch. Ach komm schon, du kleiner Dude. Ich habe gerade irgendwie krass Hunger. Dann. Was kann ich denn essen? Mach dir ein paar Bratwürste. Machst du dir ein bisschen Ketchup dazu und Currypulver drauf, dann hast du schöne Currywurst. Ich weiß ja noch nicht mal, auf was ich Lust habe. Ach so, na dann machst du wie ich. Geh in die Küche, guck in den Kühlschrank und dann hast du eh keinen Hunger mehr. Wow. Hallo. Also. Vor allem mitten in der Aufnahme. Ah ja. Geh erst mal, wenn das wird wieder wichtig sein. Das ist halt ehrlich jedes Mal so. Besonders, wenn ich jetzt aus dem Spiel raus tabbe, ich kann mich ja nicht während dem Spiel irgendwie stumm schalten. Da muss ich nämlich jedes Mal, wenn ich mich stumm schalten will, aus dem Spiel tabben, auf Discord klicken und dann stumm schalten. Dann mach das doch. Das ist eine Sache von 2-3 Minuten. Oder Sekunden. Ja. Nee. Keine Ahnung. Tschüss. Tschüss, bis gleich. Ach ja. Ich bin wieder tot. Ernsthaft? Blut für Blut. Der ist 3 Level über mir. Was erwartest du? Welches Level bist du? Ich bin Level 26. Mit dem Level bin ich dort, glaube ich, auch reingegangen. Ich müsste jetzt in die letzte Aufnahme mal reingucken, aber. Und ich habe kaum noch Heiltränke. Dann. Du musst halt dir Magas Trank aufheben für den Kampf. Ich habe ja noch da 3 Minuten Abkühlzeit, Dings da. Dann musst du warten, also bevor du in den großen Kampf gehst, warten, bis es. Bis die Abklingzeit zu Ende ist. Und dann erst in den Kampf reingehen. Weil du kämpfst ja gegen 3, gegen so eine Alte und gegen 2 Männer. Oder? An das eine. Ernsthaft? Ich habe gegen 3 gekämpft, weil ich habe das ganze Dungeon durchforstet. Und da war so eine Olle, die war halt schon angehittet, weil ich schon vorher gegen die gekämpft habe. Und noch so ein Möchtegern-Prolet, der ihn auf starken Ritter gemacht hat. Ja, da war nur, wo man quasi durch das Bücherregal gehen musste, dass man dann zu Kirklias kommt. Das weiß ich. Und da sind mir dann 3 entgegenkommt. Dann hast du die im Dungeon nicht aufgesucht, die Olle und den Möchtegern-Proleten. Dann kann es vermutlich sein, dass bei dir bloß die eine Person auftaucht. Okay. Dann. Dann sei froh, dass es nur einer ist. Dann hättest du bei 3 ja noch mehr Probleme. Aber es ist nervig, dass man am Anfang so anders ist.
Aber du hast es doch über dein Zweitprofil auch geschafft. Ja, habe ich es auch First Try geschafft. Oh, ich muss Tyrox helfen, der wird gerade angegriffen. Okay. Oh, der hat nur ein halbes Leben. Kann ich den irgendwie heilen? Glaube nicht. Scheiße. Shit. Ich bin ja jetzt schon ein Zweiter und suche die ganze Zeit diese eine Quest. Und dazu muss ich zu diesem komischen Riesenbaumgesicht. Aber irgendwie kann ich da nichts machen. Okay. Aber ich habe aber auch keine Essenz oder so bekommen. Ganz komisch. Tyrox kann man ja näher alleine lassen, der wird instant wieder angegriffen, weil der so genial dasteht. Aber ich habe mir die Quest jetzt mehrfach durchgelesen. Ich weiß nie, was ich genau machen muss. Sprecht mit Kistchen hab ich. Begebt euch zum Schrein der Elim und erweckt Khazad-Dras'il mit Elim Anoras Essenz. Sie sieht wie eine getrocknete braune Frucht aus. Sie fühlt sich warm an. Hä? Hab ich doch gar nicht. Verblasste Essenz? Elementarstein? Fragment des Tauschstahls? Tauschstahlschuppe? Ja gut. Klebespeichel, Malekerz, Transparenz Deva Essenz, Etuns Anorama und Triminos Essenz. Das Trank ist jetzt ready, also. Ich hab aber kein Aroma. Ich bin gerade echt ein bisschen überfragt. Da ist eins Eik überfragt. Ich den Dude ja jetzt mal alleine lassen. Vielleicht kriege ich die Essenz oben irgendwo. Wo muss ich hin? Scheiße, wo muss ich hin? Das kann ich dir nicht sagen. Ja, du bist ja nicht hier.
Du wirst das Dungeon schon schaffen. Ich hoffe es. So, der Dude brennt immer noch. Seid gegrüßt. Ich zähle auf euch. Von dem kriege ich aber nichts. Seid gegrüßt, Deva. Das Schicksal sei euch Was möchtet ihr wissen? Nee, ich will nicht nochmal in den Albtraum rein. Da wäre ich ja schön doof. Willkommen. Bis später. Ich stehe euch zu. War mir ein Vergnügen. Hm. Diese Aroma-Essenz. Eine heilige Stätte der Elim. Elim-Aroma-Essenz. Sie sieht wie eine getrocknete braune Frucht aus. Sie fühlt sich warm. Ach, muss ich das Ding dort unten etwas suchen? Da wäre ich jetzt schön doof, wenn das so ist. Dann kann ich hier richtig lesen. Ich hab's. Yay! wo war jetzt nochmal der Eingang? ja gut. Und dann wird Titox wieder angegriffen. Und Titox ist raus aus dem Game. Irgendwie geht das hier heute drunter und drüber. Schon verlassen. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Das ist kein gültiges Ziel. Das ist kein gültiges Ziel. Dann machen wir das halt so. Rockstar, Dancer, Tiller, Drop.